Kann ich mich auch durch deine Augen sehen? Oh. Oh. Ich bin ein Päckchen. Und die Kleine? Sieht er nicht. Hm. Wie komme ich denn da herein? Vor allem, wie bekomme ich heraus, wie ich da hereinkomme? Und wie komme ich da hin? Wahrscheinlich über die Telefonleitung. Wie komme ich zur Telefonleitung? Vielleicht. Ach Mann, ich dachte, da könnte ich rüberfliegen. Nun so denn. Dann eben nicht. Ich bin ein bisschen überfragt. Dann sammle ich eben diese dämlichen Pfeilspitzen, vielleicht im kollektiven Unterbewusstsein. Gar nicht eklig. Durch den Schnodder transportiert. Ich meine Verschwörung. Wo könnte ich denn noch gut was an Geld zusammensammeln? Hier? Saschas Schießstand. Vielleicht hier. Rasputin, ich bin so froh, dich zu sehen. Was ist passiert? Sag du es mir. Coach Oleander greift nach der Weltherrschaft. Seine übersinnlichen Todespanzer sind mit den geklauten Gehirnen meiner Freunde ausgerüstet. Wo sind sie? Ich habe keine Ahnung. Ich scheine zu schlafen oder ich bin in Trance. Machen Sie sich keine Sorgen. Ford und ich kümmern uns darum. Okay, ich muss mich jetzt konzentrieren, um ein Mindestmaß an Gehirnaktivität aufrechtzuerhalten. Oh, da kann ich helfen. Lassen Sie mich den Laden auseinandernehmen. Oh, möchtest du den Kurs wiederholen? Ja, ich... Kurs wiederholen? Aber die Geschichte mit der Zensorüberlastung, das war doch ein Unfall. Ach, Raz, ich wusste, dass du an diesen Schalter gehst. In deinem Alter hätte ich das auch getan. Ah. Das war arrangiert, um einen Experten aus dir zu machen. Und es hat geklappt. Nun, wenn du den Kurs wiederholen willst, feuere den Controller auf eine beliebige Fläche. Willst du diese Fläche schließen und eine andere öffnen, schieß auf irgendein Sensorventil. Soweit, so gut? Und der Teil, als der Riesensensor auf sie eingestampft hat? Gut, da ist was aus dem Ruder gelaufen. Der kommt nicht wieder. Hier kannst du nur noch alle Spinnweben und Trugbilder sammeln und die ungeöffneten Schatzkammern leeren. Setze Riechsalz ein, um den Level zu verlassen. Alles klar. Cool. Ja, das ist auch eigentlich alles, was ich möchte. Ich will einfach nur hier Geld sammeln. Stiefel. Ich möchte eigentlich nur Geld sammeln. Wo bleiben die Zensoren? Oh, da ist ein Köfferli. Habe ich den Koffer nicht gerettet? Oh, der hat doch was gedroppt. Ja, nein. Ach, Manu. Das wollte ich nicht. Das liegt daran, dass der Schuss jetzt stärker ist und nicht nur auf den Fuzzi gezielt hat. Naja, ein paar Pfeilspitzen habe ich bekommen. Hm. Vielleicht der Bettlevel. Ah, das kennen wir doch schon. Kaplams! Einfach nur, um ein bisschen Geld zu machen. Und vielleicht auch dafür. Na, kommt her, meine Kleinen. Yay, das war's, was ich möchte. Yeah, baby, yeah.
Kommen da noch mehr? Na du, kleiner Wicht. Na? Ja, gib mir all dein Geld. Es dauert zwar ewig, aber... Immerhin, kann ich vielleicht den Level wiederholen, der... An dem irgendwie alle kamen? Einfach so um die 5000 von den Zensoren irgendwie ankamen? Ah, das wollte ich nicht. Ah, dann stelle ich auch dahin. Ich wollte an den. Und an das, was er mir gibt. Zensör ließ. Naja, lange dauert es nicht mehr, bis ich die 800 zusammen habe. Jetzt, wie habe ich das denn getroffen? Ach, naja. Das Bett habe ich gemacht. Wo war denn der anfängliche Level mit dem Zeiger? Da nicht, da auch nicht. Da auch nicht. Vielleicht das. Mobile. Ach nee, das war das. Na gut. Dann eben nicht. Psykraft-Upgrade erhalten. Thermale Detonation. Deine Kraft der Pyrokinese erzeugt beim Ziel eine massive Explosion und steckt alles in Brand, was sich in der Nähe befindet. Hurra! Cool. Nein, ach, Mann. Ah, jetzt komm schon. Ach, Menno. Lass mich doch mal einfach nur hoch. Ich hab doch auf den geschossen und nicht auf das dämliche Ziel. Anscheinend treffe ich automatisch dieses Ziel. Na gut. Daneben nicht. Das hier war... Oh, der mächtige Turm. Da war ich noch gar nicht oben, obwohl ich hin wollte. Gehen wir da mal hoch? Komm, gehen wir da hoch. Yeah, jetzt fühle ich mich mächtig. Aua, was hat ihr getan? War auch nicht so klug. So. Ein paar mehr. Komm schon her. Ah, jetzt habe ich wieder dieses dämliche Ding getroffen. Hä? Na gut. Ich benutze jetzt einfach mal das Riechsalz. Mann, das Zeug riecht ja widerlich. Will ich das wirklich tun? Ja. Nein, ich denke, ich bleibe noch ein wenig in diesem Hirn. Was? Ach, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Mann. Ja. Ja, ich möchte ganz dringend in die echte Welt zurück. Bitte. Schniff. Kann ich jetzt vielleicht nochmal die Wünschelrute irgendwie einsetzen? Ich spüre gar nichts. Wir Linda! Dürfen keine... Kann ich auch nicht überspringen? Ja, ja, Linda. Bring mich doch mal bitte wie steht's, wieder Linda? Rüber. Bereite dich auf die Überfahrt vor, Menschenkind. Ei, ei, Captain! Stamm, 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 stamm. Hm.
wird geladen. So. Ja, und jetzt ist der Ausschlag auch wieder da. Juhu. Jetzt noch zweimal vielleicht. So. Endlich. Ab zum Shop. Shoppe. Warte mal, da ist der Baum stumpf. Das geht schneller. Bring mich zur Haupthütte. Mensch, das hat jetzt eine Stunde gedauert, bis ich endlich diesen dämlichen Spinnweb-Entferner holen konnte. Und ein Puma musste mich dafür verbrennen. Hey, gibt's was? Sie, das ist mein letzter Spinnweb-Entferner. Man nimmt ihn in den Verstand an. Eine sehr gute Wahl. Ja! Der Spinnweben-Entferner ist ein Gegenstand aus der realen Welt, dessen Abbild du in die geistige Welt mitnehmen kannst. Ziele mit ihm auf geistige Spinnweben und drücke F, um sie einzusammeln. Geil, geil. Dann bringst du den Spinnweben-Entferner in Agent Crawlers Hauptquartier. Dort kannst du die Spinnweben mit dem geistigen Spinnweben-Entwirrer in Psy-Karten umtauschen. Was kann ich sonst noch für dich tun? Cool. Ich weiß immer noch nicht, was das ist, aber ich kauf's jetzt. Tut mir leid, hier wird nur mit Titanium fallen. Gut. Leider habe ich kein Geld für dieses Bauschädigungs. Ich weiß nicht, wozu das gut ist. Jetzt kann ich endlich weiter. Weiter geht's und weiter geht's zum See. Zum See. Zeit zum See zu fahren. Jawohl, Sir. Und jetzt den Fisch rufen. Damit. Tröd. Ja, das kennen wir. Wie steht's, Linda? Bereite dich auf die Überfahrt vor, Menschenkind. Ja. Aha. Wird geladen. Bom, bom, bom. Die Milchmänner? Moment. Oder vielleicht auch die Milchbosse. Machen die Drecksarbeit für die Pelikane. Wo sind die Krähen? Aber eines weiß ich ganz genau. Sie sind nicht vertrauenswürdig. Und bei meiner Nase, ich bin überzeugt, sie... Hi. Ich wollte da noch mal durch die Augen der Krähen gucken. Da sind ja keine Früchte drin. Diese Sektenmitglieder und ihre Marionetten. Die Haie im Bermuda-Projekt. Richtig krabbeln mir übers Gesicht. Nein. Wie lange wollten die das verheimlichen? Hi, Mutti. Na gut, das kann ich nicht, aber ich kann in deinen Kopf. Verirrt in einem. Und dann zweites Mal. Flatsch. Ja, nicht schon wieder ein Ordnungsgerät. Flamm. Hi. Wieso? Ja, so geht das. Und jetzt komme ich endlich in die Häuser rein. Und zwar mit diesem Wunderding. Jetzt muss ich nur noch die zugespinnwebten Häuser finden. Wo waren die denn? Friedhof? Nein. Nein. Boah, das war knapp. Das hier zum Beispiel. Hab sie. Hier muss ein Hutschachtelanhänger dran. Okay, das hat schon mal nichts gebracht. Stopp, das ist Sperrgebiet. Bams.
Hier nein. Da auch nicht. Hallo. Da auch nicht. Ich repariere Telefonleitungen. Mensch. Weißt du? Ich kann alle Gespräche abhören, die ich will. Da habe ich endlich das Ding, was ich brauche. Berufsehre und mein Verantwortungsgefühl. Ich arbeite beim Straßenbau. Das ist mein Stoppschild. Hallo, Kollege. Nein! Willkommen bei den Na. Ich arbeite beim Straßenbau. Wie die auch stehen und winken, als würden sie irgendwas Sinnvolles damit machen oder Leute durchwinken oder. Hallo, Kollege. Willkommen bei den Straßenbauarbeitern. Ich weiß ja auch nicht. So, hier jetzt aber. Das.